Wo lang? Komm. Ah, ja. Wo sind denn alle? Keine Wachen? Die nutzen diese Ecke der Insel nicht. Guck, Les Boot. Wir müssen ihn einholen. Weißt du, wohin er will? Zu unserem Haus. Weil dort unsere Mom ist. Wie weit ist es? Über die Insel. Schatz. Was ist mit deinen Leuten? Wir nehmen Wanderpfade. Die werden uns nicht sehen. Da bin ich jetzt aber mal gespannt. Ja, das hat mir mein Freund gesagt. Sie nutzen den Sturm als Deckung für ihren Angriff. Außer Isaac ändert seine Meinung. Euer Anführer, Isaac. Was will er? Dass die Kämpfe enden. Aber zu welchem Preis? Inzwischen zu jedem. Hier oben. Meinst du, du kannst klettern? Es ist der kürzeste Weg. Ja, also ist jetzt das Schicksal der anderen beiden besiegelt. Das meinen die auch, ja, dort wo sie ist, ist sie eh tot. Okay. Ich hole Vorräte. Nur für den Fall. Macht auch Sinn. Aber dazu kam es ja nicht, weil... Naja. Okay. Sonntag 0500. Scott und ich haben die Ostküste gegen 0300 erreicht. Die Informationen der Gefangenen waren tatsächlich mal nützlich. Kein direkter Widerstand. Wir suchen jetzt einen höheren Standort, um uns zu orientieren. 037. Die größte Ansammlung von Gebäuden befinden sich auf der Südseite im Norden und Osten sind Farmen und eine Art Holzfällerlager. Kleinere Ansammlungen von Gebäuden sind auf der ganzen Insel verstreut, alle Holzhäuser. Nach dem Ausbruch erbaut. Diese Freaks meinen es tatsächlich ernst damit, dass sie von dem leben wollen, was die Erde ihnen schenkt. Wir werden näher an eins ihrer Dörfer herangehen. 1015. Wir warten in einem alten Gebäude im Zentrum der Insel auf den Einbruch der Nacht. Die Skars haben in diesem Gebiet noch nichts abgerissen und neu aufgebaut. Könnte ein guter Sammelpunkt für uns sein. 21 Uhr. Ihre Anzahl ist unruhig. Das sind deutlich mehr als wir dachten. Die Dörfer sind gut besichert und ihre Patrouillen über die Insel sind gut organisiert und häufig. Wir haben mehr Informationen gesammelt als gedacht und machen uns auf den Rückweg. Montag 0400. Bei der Rückkehr zum Landeplatz haben wir unser Boot gesunken vorgefunden. Es wurde zerstört. Sie wissen, dass wir hier sind. Wir müssen irgendwie anders von dieser Insel runter. Abby, warum hilfst du uns? Das hat Lev mich auch gefragt. Ich schätze, weil ihr das nicht verdient habt. Aber auch, weil ich es wollte. Musste einfach. Oh. Ist das euer Dorf? Nein, das ist Haven. Unseres liegt dahinter. Nicht Rödel. Sie könnten dich sehen. Ah, ja. Oh nein. Was ist das?
Das ist unser Warnsignal. Deine Leute sind hier. Die ganze Insel ist jetzt alarmiert. Wir müssen uns beeilen. Verdammt, Isaac. Wir kürzen durch das Holzlager ab. Los, mir nach. Wie viele Leute leben hier? Etwa 1000. Wie viele Soldaten? Die Hälfte von uns ist gefechtsbereit. Was macht die andere Hälfte, wenn meine Leute ankommen? Manche verstecken. Die meisten kämpfen. Ja, genau. Wie wir jetzt Zeit noch hätten, um was zu lesen. Markus, was heißt Wildfleisch wie folgt? Viele Hüfte, bla bla bla. Sind alle kämpfen. Die sind ja in Alarmbereitschaft. Möge uns ihr Licht durch den Sturm führen. Wenn du in Finsternis wandelst, suche nach dem Licht. Was war das? Hat mein Dad immer gesagt. War dein Dad auch so einer? Von denen? Sicherheit! Los! Gar nicht gut. Was denn? Durch. Das Tor ist abgesperrt. Die Sägemühle. Das große Gebäude rechts mit den Fackeln. Da kommen wir raus? Ja, da können wir durch. Perfekt. Dann los. Reinige deinen Geist. Das wird eine lange Nacht. Denk daran, nur durch die Angst finden wir wahre Stärke. Ich bin nicht bereit. Für das Wohl deiner Nächsten und für dein Land bist du bereit.
wenn die Zeit kommt. Na rein. Schau, da drüben. Wir sollten die Ältesten informieren. Ah, ja. Ich versuche zumindest niemanden zu töten. Oh nein, längs von uns. Ja, ja. Sägemühle! Das wirst du tun, Yara! Ja. Ich glaube, das war's. Ja. Alles okay? Nur außer Atem. Na, bitte. Komm schon, hier lang. Ich wollte eigentlich keinen von denen killen. Aber sie ist nicht gerade die beste Schützin. Man kann sich ja schaffen, ungesehen da durchzukommen, aber... Naja. Ach du Scheiße. Sie beschütze uns.
Isaac, was tust du da? Das ist ein Geschenk. Sie sind jetzt in unserem Gebiet. Zeigen wir ihnen, was sie verdienen. Durch ihre Liebe werden wir überleben. Ah ja. Wohin jetzt? Wir kürzen durch die Hütte da vorne ab. Ja, am Holzlager. Wohin haben sie die Kinder gebracht? Wir haben überall Unterkünfte. Wenn es hart auf hart kommt, bringen sie von der Insel runter. Gut. Wir wussten, dieser Tag könnte kommen. Also unterbrechen hättet ihr nicht müssen. Die Unterhaltung. Benjamin, alles okay. Jared, Jagdtrupp ist ins Wolfgebiet aufgebrochen, sonst keine Vorkommnisse. Celia, alles okay, sie beschützt uns. Der Abriss des Gebäudes in der Altstadt verursacht viel Staub und Lärm. Aber bisher kein Anzeichen von Wolfaktivität an ihren Ufern. Ansonsten nichts zu berichten ist, sie führen uns. Mary, einzelnes Wolfboot aus dem Kanal gesichtet, aber keine Alarm ausgelöst. Der junge Maxwell soll die Ältesten informieren, sie führen. Ah ja. Starker Regen, schlechte Sicht. Wolf, mehrere Boote in der Ansicht der Ostküste, ich löse Alarm aus, sie schätze uns. Ah ja. Oh oh. Das war knapp. Jetzt war es noch hier rein. Gibt sicher noch jede Menge zu looten hier. Unter anderem kann ich mich schnell healen. Dann haben wir hier noch jede Menge Stuff. Dann hier noch ein Zettel. Wir sind unvollkommene Kreaturen, also machen wir uns auch in ihren Augen unvollkommen. So steht es in der Lehren. So sagen es die Ältesten, aber die Schnitte auf meinen Wangen brennen und jucken zwei Wochen nach der Zeremonie immer noch. Eva hat mir erzählt, dass es bei ihr genauso war. Aber sie hat mich davor gewarnt, vor den Ältesten Schwäche zu zeigen. Heute habe ich eine Überraschung erlebt. Eva hat sich rausgeschlichen und mich in der Gerberei besucht, als ich geputzt habe. Sie hat gesagt, dass ihr Trupp morgens in Wolf-Territorium aufbricht. Ich konnte sehen, dass sie Angst hat. Also haben wir uns hingesetzt und eine Weile ins Feuer geschaut. Sie hat mich gefragt, ob ich schon jemanden versprochen wurde. Bevor ich antworten konnte, hat sie mich auf die Wange geküsst und ist dann schnell wieder im Wald verschwunden. In dem Moment habe ich völlig vergessen, wo ich bin und jeder Kummer war wie weggeblasen. Ah ja, Evas Trupp ist noch nicht zurückgekehrt. Ich war beim Gemeinschaftsessen in Haven, um mich zu beruhigen, aber es hat nichts gebracht. Es war ungewöhnlich ruhig, bis auf die übliche Predigt vom ältesten Dukan, aber selbst die war heute irgendwie anders als sonst. Er hat gesagt, obwohl unsere Prophetin uns führt, um die Dämonen auszulöschen und die Welt wieder ins Gleichgewicht zu bringen, gibt es keine Garantie dafür, dass uns dies zu unserem Lebzeichen gelingt. Es ist ein ewiger Kampf, heute habe ich viel nachzudenken. Tja. Jetzt noch eine Werkbank. Interessant. Ich finde schon jede Werkbank, ne? So. Jetzt gucken wir mal. Ja. Der Bogen ist danach abgegradet. Nice.
Ach so. Wenn ich auf Komplizen ziele, gehe ich direkt raus. Interessant. Unser Dorf ist gleich auf der anderen Seite des Ackers. Super. Kann nämlich auch ziemlich problematisch werden. Oh. Okay. Wir sind richtig. Okay. Ist es wahr? Sind es so viele Wolves? Es sind mehrere Dutzend. Wie konnten wir das zulassen? Es ist jetzt egal. Halt dich nur bereit. Nee, 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 nee. Wir machen uns verrückt. Die Wolves können nicht so weit vorgedrungen sein. Und wenn du dich irrst, sie schütze uns. Lalala. Linke Seite, Blinde. Ja, ich hab die gesehen. Hey. Was, der ist Malcolm? Ist der Malcolm mittendrin? Oh, jetzt reicht's. Da.
Jetzt reicht's, jetzt bin ich sauber. Oh, du bist ja... Er ist gefallen. Das ist ein Sio, okay. So, das will ich jetzt mal gucken, wie das so abgehen wird. So, ein ganzes Massaker. Fuck. Das war hart. Gehen wir von dort. Das ist mir eigentlich egal. Nur weil ich wieder mal alles looten will. Eigentlich sollte ich mal, wenn ich so Sammelgegenstände alle habe, das normal machen. Diesmal aber dann mit Stealth-Aktion. Ah ja. Hier ist es. Komm schon. Was macht der Arm? Tut weh. Ach was. Hier lang. So, ein bisschen Heilung. So, was haben wir jetzt? 130 Stück. Dann haben wir hier noch. So. Voilà. Ihr kennt mich. Ich muss immer überall eigentlich nachgucken. Ja, schön. Komm gleich. Wer hat ihn umgelegt? Oder ist es die Mutter? Oh Gott sei Dank. War sie das? Ich wollte nur mit ihr reden. Ich wollte, dass sie mich versteht, aber sie hat mich nur angeschrien. Dann ging sie auf mich los. Ich wollte sie aufhalten. Ich hab sie nur von mir weggestoßen und sie ist gegen den Tisch gefallen. Und hör zu, Yara. Du hast dich nur verteidigt. Du hast nichts falsch gemacht. Alles wird gut, ich verspreche es. Ich will hier weg.
Hey, Kleine. Na los. Uff. Hier. Yara, ich... Wahrscheinlich mache ich aus dieser Folge 2 Folgen. Dumme Fotze, Mann. Du, Mann. Echt, sowas darf nicht mehr leben, ey. Ohne Scheiß, sowas hat jeder, jede Mutter Status Kategorie verloren. Was ist los? Rufs? Überall auf der Insel. Wir stehen das durch. Sie beschützt uns. Sollten wir nicht zu unserem Boot zurück? Nein. Kampfgeräusch, von da hinten. Ich höre überall Kampfgeräusche. In Haven gibt's viele Boote. Das dachte ich auch. Wir können durch die Altstadt abkürzen, die Hauptstraße meiden. Wie weit weg ist Haven? Weit. Das ist unsere beste Chance. Folge uns einfach weiter. Wie voran. Alles kein Problem. Alle sind weg, um gegen die Wolves zu kämpfen. Ah, ja. Was macht dein Arm? Dem geht's gut. Bin nur müde. Yara. Mom hat mit ganzem Herzen geglaubt. Ich weiß. Warum ist dir das dann zugestoßen? Unser Glaube macht uns nicht unsterblich. Verlust lauert an jeder Ecke. Aber unser Glaube führt uns und gibt uns die Kraft, über Verluste hinwegzukommen. Sie führt uns. Das ist die Straße runter. Los, rein. Schnell. Mhm. Unter die Tür. Schnell. So viel Zeit muss sein. Wir lassen so viele Leute zurück. Wir können ihnen nicht helfen. Ich weiß. Bleib nah bei mir. Okay. Oh Gott. Wir müssen von der Straße runter. Ja. Abby. Hier lang. Tja. So sieht ein Krieg aus. Der Straße runter, dafür in ein infiziertes Nest. Die umgehen? Ja.
Wir gehen woanders lang. Gasse auf der anderen Seite. Los. Wer sagt, dass ich die umgehen will? Moment, ich weiß ja nicht mal, wie viele Münzen es hat. Oder ob es überhaupt noch welche hat. Und da willst du mir sagen, hat's nix. Nicht mal ein Snack. Abby. Kelan. Hab eine! Yara! Abby! Was zur Hölle machst du? Lass mich das erklären. Was ist da hinter dir? Mein Lebensretter. Geh aus dem Weg, wir klären das zu Hause. Er gehört nicht zu denen, bitte. Abby, weg da. Verdammt, er ist noch ein Kind. Du hast 3 Sekunden, um von dem Scar wegzugehen. Willst du mich wirklich erschießen? 2. Ich werde nicht weggehen. Nein! Was zur Hölle? Das geht nicht! Wir müssen weg. Sie ist tot. Oh mein Gott, sie ist tot. Lev, komm schon. Was waren deine Scheißleute? Hey, ich bin auf deiner Seite. Hör zu. Wir müssen uns hier rauskämpfen, okay? Und dann musst du uns zu diesen Booten führen. Wir lassen uns nicht aufhalten. Ja? Okay. Okay. Mir nach. Uff. Harte Kiste. Nimm mit, was du kannst. Ich hab alles, was ich brauche. Oh, so geil.
Ich liebe seinen Bogen. Oder beispielsweise seine Bogen-Skills. Ich den Knaben sehe. Verdammte Scheiße! Warte, ich habe zuerst mit dem noch ein Hühnchen zu rupfen. Dann mit dem Typen. Reicht's. Abby! Tja, Wolf oder Skars, die sind alle keine Gegner. Lev, bist du noch da? Ja. Los, zum Ausgang. Also mehr als die abschießen kann ich nicht, ne? Also bei aller Liebe. Ich halte die Augen offen. Also wenn das meine Loyalität nicht, ne, beweist, dann weiß ich definitiv nicht. Es ist Abby. Dann ist es halt Abby. Da macht sie sich schon wieder sympathisch. Sie hat ihre eigenen Leute umgebracht. Nur um eine von den Skars zu retten. Das ist bewunderswert. Wer das nicht appreciated, dem kann ich auch nicht helfen. Okay, los.
Wir verschwinden von dieser Insel. Wo lang? Weiter vorne ist ein Radiosender. Dort gehen wir durch. Wie weit von hier liegt dieses Held? Noch ein ganzes Stück. Aber irgendwie hat das mit Abby fast bei den meisten nicht gefruchtet. Dass man sie irgendwie versteht, dass man sie mag oder so. Also, momentan feiere ich sie. Lev, hol die Leiter runter. Wo sie Joel gekillt hat. Vielleicht gibt es einen Teil 3 mit Abby. Ein solcher Schuss hat gereicht, um halber Bloater zu eliminieren. Also was soll denn jetzt passieren? Was habe ich jetzt upgegradet, einfach um später mehr Gesundheit zu bekommen. An sich ist es mir egal. Weil ich habe den Modus hier. Haven. Ja. Noch nie benutzt. Davon übrig ist. Oder selten. Und das nicht mal absichtlich. Lev, wo sind die Boote? Bei den Docks. Hinter dem Feuer. Dann sollten wir dahin, ehe alle weg sind. Oder? Ja. Wir werden auf dieser Insel nicht sterben. Ich weiß. Gehen wir runter. Okay, wann hat es gespeichert? Okay. Dann werden wir uns im nächsten Part wiedersehen, wenn es denn hier rüber geht. Eigentlich wollte ich heute gerade beenden, aber ihr seht, ich komme zu nichts. Vielleicht morgen, aber man wird sehen. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Tschüss.